Und wir sind live auf Sendung. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Feldschmann. Hallo. Ich cast heute wieder zusammen mit meinem Kollegen Plankton. Ach ja, du hast ja gerade schon Hallo gesagt, ne? Ja. Ja. Hast du eigentlich schon Play gedrückt? Ich habe gerade Play gedrückt, ja. Du musst mir auch sagen, Mann. Hast du schon Play gedrückt? Nee. Bei wie vielen Sekunden bist du jetzt? Ne? Na, bei null. Ach so, gut, warte mal, ich komme gleich zurück. So. Ja, das ist jetzt alles live. Es ist schon spät. Es geht los. So, ach, tust du mal die Spieler vorstellen? Ich merke gerade, ich habe meinen Kaffee nie geholt. Ja, na klar. Fang einfach an zu quatschen. Ich gehe mal kurz in meine Küche. Also, ich bleibe im Kino. Also, mach mal dein Ding da. Wir spielen hier, wir zeigen hier ein 2 gegen 2 vom Feldsturm und mir, dem Plankton. Gegen einen Terraner namens Elsa und einen Protoss namens Hadrom, beide in der nördlichen Hemisphäre dieser Karte ansässig. Feldsturm wieder im Blutrot und ich wieder im Königsblau hier zu sehen. Also ja. Eigentlich so wie fast immer, fällt mir gerade auf. Du bist immer Königsblau, ja. Ich bin auch du schon bist immer rot. Blutrot, ja. Ist das so beim Replay? Diesmal bin ich mattrot. Mattrot heißt das? Du bist auch mattblau. Mattblau, na okay, ist Mondkolonie 5. Es ist Valentinstag, wir haben es gerade schon gesagt. Yay, Wayne. Und was macht man am Valentinstag? Man macht StarCraft. Genau. Das ist auch scheißegal, ob man eine Freundin hat oder nicht. Es ist einfach Valentinstag, heißt StarCraft. Ja, steckt ja auch schon im Namen drin. Genau. Das ist ja gewissermaßen der Rotstamm. Ah. Valentin, StarCraft. Ja. Tag. So, was passiert hier gerade? Eine Probe kommt rein von Hardrom, um uns ein bisschen auszuscouten. Ja. An meiner Rex vorbei. Bleibt stehen. Guckt nochmal, will doch erst zum Feldsturm hin. Welch ein Schelm. Da ist vielleicht ein bisschen interessanter, denkt sie sich, die Probe. Oh, guck mal, da sind Drohnen. Hui. Das hab ich ja noch nie gesehen. So, was hast du jetzt schon erzählt? Wie die heißen, wo die sind und na, ja, das ist doch schon mal was. Ja, was machen wir denn? Der will ja mein Dings haben, der will mein SUV kaputt machen. Ach ja. Schaff's glaube ich auch gleich noch leider. Ja. Ah, schade. Nee! Ach, der geht jetzt. Der kommt geht jetzt rein daher. Und zip, weg. Ach, jetzt hat er einmal Gas weggebracht und wurde nochmal gekillt. Schade, schade. Ja, schade. Achso, warte mal, wo bist du jetzt? Bei 3? 26. Okay, also ich bin 4 Sekunden eher. Vielleicht musst du mal ganz schnell auf Doppel drücken und wieder zurück. Okay. Während du das versuchst. Was passiert hier? Plankton, du machst gerade dein Orbital Command. Genau, ich gehe jetzt aber relativ zeitig auf Doppelgas. Um ein bisschen mehr Tech zu fahren und ein bisschen Mecha-Bild durchzuziehen hier. Gute Idee. Kann ich da auch unterstützen? Hab ich gedacht, da gehe ich gleich mal auf Doppelgas. Hat die Probe ja nicht gescoutet, dass ich Doppelgas besetzen will, aber also habe ich mir gedacht. Hat er das nicht gemacht? Nee, da hatte ich noch eins dran. Foxy. Ja. Fuchsig. Der Protoss hat hier zwei weitere Gates hinzugefügt. Ich glaube, der spielt ein Vorgate, ne? War das so? Möglich. Die können doch schön beide zuwollen, weil das haben ja keinen Sack dabei. Kriegen sie relativ schnell die Ram zugewollt, deswegen sagen wir auch immer, es macht keinen Sinn, eine Drohne abzuziehen und rauszuscouten, weil wir erstens auf der Map wissen, wo sie sind und zweitens kann ich einfach mal einen Scan platzieren später. Um zu gucken, was sie für Tech fahren. Ach, der spielt Three Gate Robo, sehe ich gerade. Weise Worte. Three Gate Robo, stimmt. Genau. Ja. Was noch? Das klang gerade wie ein Vorwurf, dass die das machen können, weil sie keinen Sack dabei haben. Aber weißt du, was wir machen können? Nee, gewinnen, weil wir einen Sack dabei haben. Das ist natürlich so ein Ding. Das wissen die noch nicht. Ja, das werden sie schmerzlich erfahren. Also ich würde nicht vorgreifen. Es kann ja sein, dass wir verlieren. Ne? Spoiler. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch kein Replay hochgeladen, wo ich verloren habe. Ja, weil die auch alle kacke waren. Allerdings. Es war entweder Cheese-Scheiße oder weiß ich was.
Ja. Ja, auch bei meinen Singleplayer-Spielen, weil wenn ich verliere, dann habe ich einfach so einen Mist gemacht. Entweder war ich betrunken oder zu müde und habe nicht aufgepasst. Ja, oder ich war nicht richtig ausgenüchtert. Das ist eigentlich, wir gucken mal schnell auf den Tag. Plankton, du machst jetzt schon wieder das Level 1 Infantry Weapons. Genau, der Gegner Terraner macht seinen Siege-Tag gleich fertig, hat seinen ersten Tank schon draußen. Würde ihn auch gleich da an der Stelle, wo er jetzt steht, in den Siege-Modus machen. Und los. Finde ich schon mal persönlich, ja, ein bisschen vorgefahren ist er. Persönlich zu weit hinten, also ich mache meine Siege-Tanks immer gerne direkt vorne an die Kante ran, weil dann die auch von den Fischen, also wenn sie Fischen haben, nützen die auch was und können trotzdem nicht weggeschossen werden von unten, wenn nicht gerade jemand die Rampe hochkommt. Aber das sollten sie normalerweise nicht schaffen, weil die Siege-Tanks einfach alles wegknallen, was hochkommt. Ja, also das würde man jetzt hier nur mit einem Baneling Bust schaffen. Bei Tags, bei mir passiert eigentlich gar nicht so viel. Also ich mache jetzt den Leer, beziehungsweise den Stufe 1 für Zöglinge und Stufe 1 für die Roaches, also das ist das hier, Missile Attacks, und zerlege jetzt schon hier mal die Felsen, weil ich ihm gedacht habe, okay, vielleicht sitzt da Genau. schon eine Echse, da Da kommt ist auch die irgendwann erste eine. Expansion von dem Terraner. Ja. Und da ist immer gut, das schon mal vorzugreifen, dass man da schnell mal einen Angriff pushen kann. Genau, gerade wenn man noch so viel Zeit hat wie jetzt, es gibt Genau. noch keinen Druck auf unserer Seite, beziehungsweise keinen Druck auf der gegnerischen Seite, da kann man sowas schon mal vorbereiten. Fand ich jetzt im Endeffekt auch gar nicht so schlecht. Ja, na klar. Es ist immer gut, sich die Wege da offen zu halten, beziehungsweise verschiedene Wege zu machen, wenn man es noch kann. Ja, ich habe jetzt auch hier ganz links unten in der Ecke einen kleinen Trick angewendet. Also was heißt Trick? Ich sag mal, eine technische Finesse habe ich da mir überlegt. Beziehungsweise ich habe das mal in einem Cast irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, wer das war, der mir das gezeigt hatte. Ich glaube, das dürfte Liquid TLO gewesen sein oder so. Der hat seinen Spire gerne mal unter so einen Overlord-Creep platziert, Ah damit er dem ja, Scan entgeht von dem gegnerischen Terraner. ja, nice. Wunderbare Sache. Ich lege auch schon die Goldaxe jetzt hier frei. Ja, sieht man noch den schönen Kreis auf der Minimap von den Links. Ja, wir machen hier so Bauen ein. so einen schönen roten Kreis. Ja. Ich habe meine Echse auch geschmissen, habe dann Planetary Fortress draus gemacht, weil dann kann man noch mal schön was, ein bisschen was abwehren, wenn die so weit draußen sind, die Echsen. Und was kam hier gerade rein? Auf Server kann glaube irgendwann mal. Ah, cool. Habe ich Aha. meinen einen Raketenturm, den ich mir geleistet habe, hat sogar was gebracht. Ein Kill, super. Kannst Ist mal mir gar nicht sehen, aufgefallen im Spiel. ne? Ja. Ja, also der Protoss, was macht der? Der hat gerade die Thermolanze. Ist Ja, das der geht auf Thermolanze? Colossus, ne, natürlich Seagate Robo. Gegen Terraner und Zerg, da kann man gut Colossus eigentlich alles wegbrutzeln, was ihnen da entgegenkommt. Ja, Bei würde ich nur empfehlen. Zerg geht da ziemlich viel, einfach nur krachen. Und bei Terraner halt der Bioball, der da ziemlich in Mitleidenschaft gezogen werden kann, wenn da so drei, vier Colossus ankommen, mit Thermal Lance sowieso noch die Reichweite haben, kommt Ja. man fast gar nicht ran. Ja, ich mache Außer man jetzt. stimmt direkt durch und sniped die Colossus weg. Ja, da hast du natürlich auch ordentlich Verluste, ne, wenn du sowas Das ist machst. richtig, aber Marine kostet 50 Mins und das kann man Ja. eigentlich noch. Dafür, dass du dann einfach die Colossus draußen hast, die keine Ahnung, wie viel kosten. Du hast mal Protoss gespielt, ich weiß das gar nicht. 300, 200. Okay, also wie ein Tor. Ja, also man sieht auch schon, gut, Plankton macht auch ordentlich Tech. Diesmal das Stimpack nur einmal. Ich habe mir es vorhin auf dem Replay angeguckt. Du hast es wirklich abgebrochen. Echt schade. Ich hatte mit Absicht den Marine abgebrochen, der drin war, aber habe ich wahrscheinlich nicht dran gedacht, dass da im Tech Lab noch was brutzelt. Ich habe auch ehrlich Blubbert. gesagt nicht gewusst, dass das abgebrochen wird. Nee, ist mir halt noch nie aufgefallen. Ich glaube, ich habe noch nie einer gemacht. Der Protoss macht auch jetzt, der macht Schild-Upgrade. Das ist auch interessant. Also normalerweise geht man von Waffe auf Rüstung und lässt Schild aus. Also Ja, der zumindest habe ich das Protoss. so gelernt in der StarCraft-Vorschule, in der Protoss-Klasse. Okay. Ja, der Protoss macht jetzt auch Cannons an seiner Expansion, um die zu safen.
falls irgendein Push kommt, Cannons sind super, finde ich, wenn man Protoss spielt. Sind die einfach nur mega, weil die können Luft und Boden angreifen, haben Shield und Detektor sowieso. Ja, kann ich nur unterschreiben. Also die sind echt mega. Also von der statischen Defense sind die Kanonen immer noch die besten, würde ich jetzt einfach sagen. Das ist richtig. Wobei dein Turm macht gegen Luft 4 Schaden mehr als eine Kanone. Ah, cool. Wie man hier sieht, kommen die jetzt hier rein. Genau, jetzt kommt da so ein Push mit 3 Kolosses. 10 Stalkern, 4 Siege Tanks und ein paar Marines. Meine Mudas habe ich. Deine Mudas holen schön die Colossus raus. Kann man machen, aber die Blinkstalker, die haben es bemerkt. Aber einen kann ich raussnipen. Und meine Tors holen die anderen beiden raus. Ja, jetzt haben sie diese Siege Line hinten aufgebaut. Genau. Das war ein bisschen schade drum. Wir haben da fast gedacht, Ja, jetzt. Ich bin hab versucht, mit meinen Mulas hier reinzugehen. Überall standen Raketentürme. Es war zum Kotzen. Ich habe in dem Moment noch nicht mit dir gehabt. Ein Tor, ein Siege Tank, eine Handvoll Marines. Ja. Ich hatte das Glück, ich hatte relativ viele Minereien auf der hohen Kante. Als der Angriff geschah, ich konnte dann sehr schnell eine Menge Roaches pumpen, wie man jetzt in der Produktionsleiste sieht, 8 Stück. Aber meine Marines sind schon 2-1. Du bist am relativ schnell, das finde ich zweier gut. Zweier Shield, also zweier Panzerung ist im Maha und der Gegner hat erst plus 1 Attack auf seinen Marines, also ich bin da gut dabei. Das denke ich aber auch, ja. Ich habe gerade geschafft gehabt, diesen einen Panzer hier, B-Panzer, auf Guard zu erwischen. Immer schön, wenn man die Siege-Tanks vorm Siege-Mode erwischt, das schlägt das Herz höher. Oh ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz konntest du doch relativ gut diesen Push und diesen, ich sag mal, Befreiungsschlag noch abwehren. Ja. Zu diesem Zeitpunkt zumindest. Gehen sie nicht in meine Echse rein. Komischerweise haben reingeguckt, aber gesehen, Legendary Fortress. Schade. Siege-Tank. Schade, von hinten geholt. Ja. Naja, was soll's. Alter Anal-Fracker. Ja, so bin ich. Ja, dann habe ich mir gedacht, ich gehe mal einfach gleich noch mit den Handvoll Marines und dem einmal Roller, den ich auf der linken Seite habe, mal hoch. Gucken, was da so kommt oder wo sie gerade stehen, eventuell, ob sie uns auf die Pelle rücken wollen. Genau, beziehungsweise ob einfach auch Echsen. Ja, da ist ja die Goldechse auf der linken Seite. Aber da war noch nichts. Dann habe ich hier Cannons gesehen und habe gedacht, nö. Hast gedacht, gehst mal rein und hinterlässt bei Ordnung. Ja, so schnell habe ich jetzt auch nicht mehr. Da war ja das passiert. Stalker dazu. Du fährst jetzt auch weiter schon den Tag für dein Mac-Build. Genau. Ich will die Roaches endlich mal ein bisschen schneller machen, weil. Da ich auch gedacht habe, gegen Protoss, die immer Heavy Stalker machen. Also fast jeder Protoss geht auf Heavy Stalker in unserer Liga, den wir spielen. Oh ja. Da sind Marauder gut und da braucht man auch viel Gas für und deswegen habe ich das, glaube ich, mit dem Doppelgas am Anfang gut entschieden. Ja, du hast ja auch schon beide Gas, ja, beide Refineries und deiner Exa am Start. Genau, noch nicht ganz, doch, sind schon gut gesättigt. Ach, gesättigt heißt das. Ach, gesättigt, großartig. Saturated heißt gesättigt. Ja, ich habe immer saturated oder zumindest wollte ich sagen und besetzt oder so hast du das. Ja, ich habe dann immer gesagt, es sind genug dran oder so. Ich weiß nicht. Ja, also bitteschön, ein Wort von mir für deinen Wortschatz. Ja, ich schreib's mir auf. Gerne. Ich habe das auch schon mal für dich aufgeschrieben, das habe ich unter dem Wort Duden veröffentlicht, da sind noch ein paar. Die kannst Ach, du hast machen. Den veröffentlicht? Ja. Achso, und da gehst du noch zur Uni, dass du da, du müsstest eigentlich gut Geld haben, oder? Ach, das kauft heutzutage keiner mehr. Es gibt doch Internet, da kauft doch keiner mehr einen Duden. Ja, du, aber ich sag dir, das Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube auch nicht. Das so, nicht. Da kann man nur Thema. Spiele drüber spielen. Ja, der Protoss schmeißt oben links gerade seine nächste Echse. Ich mach das auch, doppelt. Du twice. Machst das aber nicht oben links, sondern unten rechts. Aber ist auch legitim, sag ich mal so. Ja. Kann man machen. Und der Terraner fliegt rechts zu der Echse, die wir schon einmal freigeräumt haben. Feldsturm kommt dann mit seinen Mudas rein, sieht Raketentürme,
Hol die Raketentürme weg, aber na, leider Vorstoß. Noch Vorstoß. Ein paar Marines, ja. Aber wie ich schon, ich habe das dir vorhin schon gesagt gehabt, ich mache das ganz gerne, ich gehe rein mit den Mudas, die sind wie gesagt relativ beweglich. Genau. Vertreib die Echse und die vor allem die Eco-Line haut ab, wird auf jeden Fall ein bisschen zurückgeworfen, was er eigentlich machen wollte. Ja, also man muss einfach gucken aufs Income, also er hat 400, hätte bestimmt sonst, ich sag mal, auch an die 1000 und so. Da war aber noch eine Mule dabei, 2, glaube ich, in dem Moment, wo du rein bist. Ja, eine habe ich zerlegt. Ich habe 1-4, du hast auch 1 und das macht 2-4 und die Gegner hatten in diesem gesamten Zeitraum gerade mal 1-1. Oh, ja, 1-1. Oh, jetzt holt er aber 4 Mules runter hier und los geht's. Ja. Kannst du gleich mal gucken, wie das Income-Tab hochschnellt, wenn die einmal drinne sind. Ja, da kannst du sowieso nicht im Spiel. Warte mal. Oh. Na, auf 1-2. Aber right away, ne? 1-4. Genau. 1-5, so, 1-7. Wie gesagt. Passiert nicht viel, sagst du. Ich will mir unten rechts die Echse holen. Observer fliegt mit mir mit. Schöne Begleitung. Sammel mich oben links noch vor der Goldechse, um zu gucken, wenn da was kommt, ob da was kommt. Um natürlich die Goldechse nicht kriegen zu lassen. Also ich muss ehrlich sagen, du hast es wieder gut mit den Upgrades geschafft. Du gehst jetzt auf 3-3. Ich bin wieder auf 3-3 und das, ja, ich hab's. Mac auf 2-3 unterwegs. Ich schaff's mittlerweile hoch, das Missile Attacks auf Level 2 zu bringen. Der Protoss hat Zelt, Lex, also hier Charge. Blink mittlerweile. Ja, der Terraner baut gerade gar nichts. Ich weiß nicht, was der macht. Terraner? Der hat auch nie so viel Mineralien. Der hat doch keine Minze, wurde eine volle Saturated. Es könnte gut sein, dass er vielleicht den Protoss was gefüttert hat. Oh, wer weiß ja. Du bist jetzt oben links mit dem Mudas drin. Ach ja, siehst du, das habe ich verpasst. Holst da schön was raus und verpiss dich wieder, wenn die Stalker kommen. Das ist genau richtig. Ein bisschen was verloren. Ich kann jetzt mal schnell gucken auf Units Lost Tab. Ich führe das immer an. Also es ist eigentlich scheißegal, was wir spielen, ich führe das an, aber es sieht relativ. Du gehst ja auch immer gut, gut scouten und ja, auch auf dich. Ich renn dann auch gerne mit dem Kopf durch die Wand, wie man hier an den Linken schön sieht. Genau. Bei der Goldechse wird es gleich, glaube ich, ein bisschen heiß. Da bei dir, ja? Formieren sich schon die zwei Fronten. Ich noch vollkommen ahnungslos. Aber schöner Unit-Spread hier, stehen nicht zu nah nebeneinander. Und jetzt hat wieder die Kolossus rausgesniped und boom, der Klinze. Oh, nice. Probier noch die Stalker wegzuholen. Der Elefandel hat gerade 16 Marines zerlegt hier drüben. Ja, du bist in die Echse rein, genau. Ja. Ja, wir haben es. Wir haben in dem Moment hier gerade gut Map Control. Lassen sie nicht so weit kommen. Ja, also der Creep Spread auf unserer Seite ist auch nicht schlecht. Ja. Also könnte besser sein, das muss ich mir eingestehen. Aber, naja, wir haben, ich sag mal, was ist denn das? Vielleicht ein Fünftel der Map oder ein Sechstel der Oberfläche besetzt. Creep ist schon okay. Jetzt kommen auch deine Upgrades. Meine Upgrades sind gleich fertig. Der Terraner, der Gegner, baut immer noch nichts. Hat auch schon wieder 1600 Mins. Vielleicht braucht er auch Toilette oder so. Ich weiß nicht. Das ist doch nicht. Hat natürlich auch eine beachtliche Zahl an Siege Tanks und Tors dabei. Die mir gleich ordentlich die Tour hier versauen. Also so schnell kann ich gar nicht gucken, wie meine Tors fallen. Hat auch SCVs mit am Start, wie ich das hier sehe. Ja, ein Vierer. Ja, haben auch fast dieselben Upgrades wie ich. Also ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir gucken mal ganz schnell zu. Der Protoss hat inzwischen einen Dark Shrine gebaut. Ja, Sneaky TT-Taktik hier. So, gut gemacht. Was hat er denn an? Wo sind denn seine Truppen hin? Oh. Er hat gerade keine einzige Truppe. Ja, das hat also in dem Moment hatte nur der Terraner seine noch 3 Tors und ein paar Siege Tanks. Oh, jetzt kommt da so ein Haufen DTs runter. 9 Stück an der Zahl. Ja, ich habe aber gut geschafft, die Echse rechts zu klicken. Habe noch einen Fangel reingesetzt. Dass jeder ist wie gestorben, ist keiner entkommen. Aber jetzt kommen die DTs. Ja, und ich bin leider nicht in der Nähe gerade.
zum Scannen. Du hast da oben irgendwo hingepinkt und ich habe mir gesagt, guck ich mal hin. Das warst du? Aber nein. Blau? Oh, ich habe gepinkt. Jetzt genau. Habe ich gepinkt, auf meiner Echse hier unten. Ja, jetzt kommt mein Scan leider zu spät. Ja, das war jetzt an sich nicht so, ich sag mal, schlimm. Die Echse war fast ausgemint. Ja, und wir haben dem Protoss gut seine DTs weggehauen. Ja, also 5 sind tot, 4 sind noch übrig, die kommen jetzt nicht. Ich ziehe meine Armee auch relativ schnell wieder weg. Ich meine, den Fester war leider nicht aufgeladen, ansonsten könnte ich einen Fangel setzen, dann würde ich es auch sehen. Also wie man gerade sieht, gegnerische Terraner und der Protoss sind nicht so die Produktionsweltmeister. Jetzt gerade macht der Terraner mal wieder 4 Tanks und 10 Marines auf einen Schlag, aber da ist keine Kontinuität drin bei den beiden. Also da leckt das Makro echt ziemlich doll. Ja, ich hätte es nicht besser formulieren können. Also der Brutus hat zwar, 800 Overmins, 400 Overgas, der Terraner macht das ein bisschen besser, aber er hat auch einfach kein Einkommen mehr, beziehungsweise relativ wenig. Ich gucke mal schnell, das Income Tab. Ich mache gerade Long Distance Mining. Warum? Ja, er hat gut 1000. Aber er schafft es doch gut, seine Mineralien irgendwie doch rauszuhauen, ne? Ja, aber halt dann mit einem Schlag und nicht kontinuierlich. Der hat doch jetzt, also Siege Tanks hat er gerade 11 Stück dabei. Die sich jetzt vor der Goldechse oben links positionieren wollen, wo meine Truppe noch steht. Die wird auch gnadenlos niedergestreckt dadurch. Aber ich komme von hinten. Mein Spieler aber war du kommst Team. Von hinten an und holst dir ein paar Siege Tanks ab. Also zumindest 3, 4, 5. Ah, da kommt wieder ein schöner Fangel drauf. Siege Tanks sind alle weg. 3 ist er noch da. 2. 1. Genau. Hat auch 14 Kills. Jetzt ist er weg, ja. Genau. Wir haben natürlich auch unsere komplette Truppe hier verloren. Genau, der Elser, der hat sich entschlossen, die Steine von der Gold nicht wegzuräumen, sondern ein bisschen Long Distance Mining zu machen, macht jetzt Pledgery Fortress davor, also kriegt es auch nicht mehr umgesetzt, wenn er Lust hätte. Das sollte man nicht machen. Hier ist gerade die Truppe vorbeigerannt, die hätte mal ganz schnell die Steine zerlegen können. Das wäre nicht das Problem aber gewesen. Aber die hatten leider die Interesse, unsere Basis platt zu machen. Das haben sie man den natürlich auch nicht verwehren. So, mein Pledgery Fortress hat gerade gut zu tun, hat 20 Kills, 22 Kills bevor es stirbt. Also auch seine Arbeit ein bisschen getarnt. Und meine SEVs wollen ein paar Stalker killen. Ganz süß eigentlich, die wollen auch mal. Nee, ne. Ja, die Roaches helfen ein bisschen mit, also minimal. Ja, die waren gerade schon fast wieder auf dem Rückweg, aber haben dann gesehen, oh, da vorne wurde gemetzt. Ich habe jetzt auf der linken Seite noch die 3 Tors. Gerallied, da wo ich mal vorher stand, aber nicht schlecht, so kann ich die Goldechse gleich wegknallen. Ja, ich hab's damit auch tatsächlich geschafft, mal meine Roaches zu upgraden. Oh, interessant. Ja. So, weg ist die Goldechse, hab ich mir gedacht, nee, ich geh noch nicht zurück. Ich hol mir noch die SEVs ab, die da rumstehen. Achso, ich glaube, du bist ein kleines bisschen schneller als ich. Meinst du? Also, es wird, ja, wo bist du? 32, 30. Okay, da mache ich mal schnell ein bisschen vor. So, sind wir wieder eben. Ja, die Tors waren weg. Jetzt kommen die Zealots. Genau. Jetzt räumen sie auch eigentlich die Steine weg von der Goldechse oben links. Haben sie entschieden, das nochmal zu tun. Das ist doch was. Ja, die Zealots sind natürlich. Die sind großartig hier. Ja, bei mir unten in der Echse. Ja, was wir gemerkt haben, bei so einer relativ großen Karte, sage ich mal, war es dann schwierig, an allen Orten gleichzeitig zu sein. Ich bin ganz schön mit meinen Roaches hin und her gerannt. Zum Glück ging es noch. Wenn man noch keine Cannons hat, die man einfach irgendwo hinstellen kann, Luft und Boden angreifen können, ist es auch schwieriger, so eine Echse zu verteidigen, wenn man die Manpower woanders braucht. Allerdings, war das jetzt ein kleiner Rage gegen Protoss? Nö. Ich frag bloß. Weil die haben natürlich ziemlich Glück, ihre Echse zu verteidigen, indem sie da einfach
Hatten die ja, nicht damit Kanonen zu also spielen? Zumindest verlangsamen sie den Angriff, den Kanonen. Also die verteidigen natürlich keine Base alleine. Nee, aber du kannst dann natürlich irgendwelche Truppen hinziehen, wenn du merkst, oh, da arbeiten aber Cannons. So. Ja. So, was passiert hier? Es wird eigentlich fleißig, baut jeder sein Bild weiter. Elser baut weiter Siege Tanks und Marines. Marines immer noch nicht weiter geupgradet, haben immer noch 1-0er Upgrades, also 1 plus Attack und 0 in der Verteidigung. Sein Mech-Build hat er auch ein bisschen besser geupdatet, upgraded 2-2 hat er drauf. Aber es ist halt kein Wechsel mehr drin auf höheren Tag, außer der Tor zum Beispiel. Also höherer Tag wäre jetzt auch nicht mehr so weit möglich, aber irgendwie was anderes zu fahren, weil er doch ziemlich doll schon auf was abgekriegt hat. Wir haben uns gedacht, als Feldschirm das erste Mal mit den Mudas rein war und Raketentürme da standen, wir machen halt keinen Luftangriff mehr. Und die haben, Gegner hat dann sinnlos Mineralien in Raketentürme gesteckt. Haben wir uns einfach gedacht, nö, wir machen einfach jetzt Boden weiter. Ja, das war auf jeden Fall eigentlich ein relativ cooler Move mit den Mudas, wobei es relativ wenige Raketentürme noch sind. Ach, rechts stehen noch mal 4. Da stehen 4, in seiner Hauptbasis stehen auch 5. Ja. Es sind jeweils 150 Minerals, 100. 100, glaube ich, ne? 100, ja. Wir gucken mal einfach mal auf die Units Lost Tab. Ich bin immer noch am Führen, aber mittlerweile gleicht sich das bei den anderen drei Partizipanten, Teilnehmern. Das Parteien? Parteien, ja. Es gleicht sich langsam an. Also, es heißt doch Partizipant, oder? Ja, keine Ahnung. Ich habe das Wort noch nie gehört. Also im Englischen ist es Participant. Ja, das kenne ich, aber ins Eingedeutschte habe ich es, glaube ich, noch nie gehört. Ich guck mal in deinem Buch nach bei Gelegenheit. Ich habe nämlich einen. Das ist ja das Fremdwörterbuch, was du da aufschlagen musst. Also, das habe ich auch. Ja. So. Also, ich habe in Erschrecken festgestellt, ich habe es in letzter Zeit besser Englisch zu reden. So. Oben links sieht man, wie immer, wenn man natürlich 3 Cannons aufstellt und ein Pylon dafür zum Powern. Der sogenannte Autoren-Pylon. Kriegen die Cannons auch einfach keine Verteidigung mehr. Und es hat auch tatsächlich Elser geschafft, jetzt seinen Stim zu machen. Ja, Elser und Hartrum haben sich auch jetzt mal entschieden, nee, doch nicht, oben ihre Echse zu verteidigen. Hatten eine übelste Armee dazustehen, kurz vor ihrer Tür, wo wir rein sind, und haben es einfach nicht gewollt, mit reinzugehen und uns fertig zu machen. Die hätten uns da richtig zerlegen können an der Stelle. Aber sie haben es doch entschieden, einfach bei uns in die Basis reinzugehen. Ja, also es hätte knapp werden können, ja. Also, und die Blinkstalker natürlich hochblinken, weil da der Observer wahrscheinlich. Ach nee, die haben mir natürlich einen Scan gemacht, da hatten sie Vision noch oben. Ja. Glücklicherweise für mich haben sie meine Armory gesprengt, die nicht das letzte Upgrade fährt. Die andere haben sie natürlich noch sein lassen und hab das Upgrade dann noch durchgekriegt später. Ja, man muss ein bisschen Glück haben bei Starcraft, ne? Ja, ein bisschen Glück ist da dabei. Bisschen Glück und gegnerische Entscheidung, die manchmal in die falsche Richtung gehen kann. Ja, beziehungsweise einfach keine Entscheidung. Ja, ich will jetzt nicht mit Dummheit anfangen, weil wir machen auch Menge dummer Moves. Allerdings, ja. Ja, Steam ist jetzt so fast fertig für Elsa. Na, 39 Minuten. Fast wie im letzten Spiel, wo bei 25 Minuten der Metabolismus-Schub kam. Ja, und nach 15 war es gut. Ich weiß es nicht mehr, war es auf jeden Fall ziemlich spät. Es war viel zu spät. Aber wir kriegen sie hier noch gut wieder weggeschossen. Ja, also wie man sieht, die Stalker versuchen hier nach rechts zu rennen. Ich habe das schon vorher gesehen, ich bin mit meinen Leuten schon rübergerannt. Und jetzt werden sie schön in die Mangel genommen. Die 3-3er Marines und vor allen Dingen auch die Marauder. Ne? Ja. Da brauchen wir nicht versuchen, irgendwie hier drüber zu sprechen. Elsa hat es mittlerweile geschafft, auf 1-1 abzugraden, seine Marines. Und noch ein paar Medivacs rauszuhauen. 2 Stück an der Zahl hat er schon da. Seine Marines hat er auch? 1-1? 1-1 und 2 Medivacs hat er jetzt gepumpt. Um die vielleicht doch mal zu schützen in einem Angriff. Das ist doch was. Mhm. Ich glaube, der hatte vorher schon 102 Medivacs. Wenn das nicht deine waren, dann war das seine. Okay, ja, auf jeden Fall hat er jetzt wieder 2. Sammeln sich natürlich alle auf der Goldechse. Das ist das Wertvollste, was sie gerade im Moment noch haben. Alles andere ist fast ausgemeint. Beziehungsweise ist ausgemeint. Also der Rettungsanker. Müssen sie die auf jeden Fall retten. Die wissen auch, dass wir da rüber pushen werden, weil rechts ist nichts mehr, was von Interesse für uns ist.
Und links wissen wir, dass sie wahrscheinlich wieder die Goldechse genommen haben. Genau, also das war jetzt der logische Schluss, dass hier oben, warum habe ich jetzt unten gepinkt? Achso, da kamen wieder DTs rein. Mhm. Okay, also das der logische Scan Schluss war, dass sie oben links auf irgendeiner Echse hocken. Jetzt kommt der Scan. Das haben wir diesmal gut geschafft. Ich habe es auch geschafft, einen Overseer zu bauen. Und wie gesagt, die logische Schlussfolgerung war, dass sie sich irgendwo oben links in der Ecke verschanzen und hier versuchen, noch ein paar Mineralien reinzubekommen. Das Income, wie sieht das jetzt da aus? Das ist doch relativ hoch, also wir haben auf jeden Fall weniger. Ich habe gerade gar nichts, weil ich gerade meine Echsen umsetzen muss. Ja, meins ist... Naja, es ist nicht das Größte. Jetzt habe ich hier die DTs mehr oder weniger abgefangen. Man sieht ja immer dieses Flimmern. Ja, ich sehe sie gerade. Du hast mir wieder einen Scan vorgegeben. Genau. Ach nee, du hast einen Overseer dabei. Also ich habe zumindest schon mal gepinkt. Jetzt sterben sie nacheinander. Jetzt habe ich aber gesehen, dass hier oben die andere Armee kommt. Und dann gleich die Siege-Tanks wieder reinschießen. Genau. Dann ziehe ich mich schnell zurück. Ich gehe oben links wieder in die Goldechse rein. Das macht Spaß, das habe ich mir zum Hobby gemacht. Goldechse. Es funktioniert bei Elsa auch ziemlich gut, dass man da immer mal wieder zum Erfolgserlebnis kommt. Ja, also vor allem auch die 3-3 Marines. Die interessiert es auch nicht, dass so ein Gebäude mit wie viel Hitpoints hat das? 1500 gestellt, ne? Geh doch einfach durch. Jo. Machen hier noch gut Schaden. Wollte natürlich die Siege Tanks noch snipen, haben sie nicht gekriegt haben. Aber ja, da wartet ja auch schon der Fälscher mit seinen Roaches nicht weit südlicher. Zieht natürlich jetzt noch weg. Warum? Das Schöne im 2 gegen 2 ist halt, dass man sich trotz der ganzen Spannung und ich sag mal trotz dem vielen Makro und auch Micro, was man machen muss, dass man miteinander spielt und dass man halt auch da sich gegenseitig mal helfen kann. Das ist jetzt in diesem Fall nie passiert. Ne? Das muss man ja zugeben. Da war ich erstens zu spät und zweitens habe ich gesagt, ich gehe auch einfach wieder weg. Ja. Der Elsa traut sich jetzt nicht mehr auf die Goldechse zu gehen, ist ja auch fast ausgemeint. Fliegt jetzt oben links hin, wo der Hardraum schon mal war. Da ist nämlich noch das Mineralienfeld mit den meisten Vorkommen auf der ganzen Map. Ich wollte es gerade sagen, es ist eins der letzten, oder? Ja. Wie sieht's bei dir aus? Das ist alles ausgemieden. Ich habe unten rechts noch eine, die ich gerade bediene. Ach ja, wo ich hier den Drop abgefangen habe. Genau, den Drop. Ich fange noch schön die Medivacs ab. Tag. Oh ja, das war schön. Alle weg. Dann pushen wir natürlich mal hoch, um zu gucken, was da losgeht. Auf der linken Seite positionieren so ein paar Stalker von Hardrom. 7 Stück an der Zahl, die mal gucken, was noch hier so abgeht auf der Seite. Ja, ansonsten war er dann auch relativ schnell Sense. Also an Produktion läuft jetzt nur noch Elsa mit 4 Siege Tanks. Der Bruder, der hat auch immer viel. Der hat kein Income, na doch, der hat gerade noch ein bisschen Income. Aber nicht viel. Ja, unten sind noch die Stalker, die machen noch ein bisschen, die wollen halt auch noch drauf gehen. Ja, also der Elsa hat sich wirklich in die Siege Tanks verliebt, muss ich sagen. Also der baut ja fast nichts anderes mehr. Ja. Sobald er die Mineralien und die das Gas übrig hat, werden Siege Tanks rausgeknallt. Will jetzt komischerweise seine leer gemeinte Main Base schützen damit. Also da hat er, glaube ich, schon gewusst, dass es gleich dem Ende zugeht. Oben links sind wir auch schon drinnen. Ich habe es auch mittlerweile geschafft, nicht mehr der zu sein, der die meisten Ressourcen verloren hat. Ah, echt? Ich bin gerade nur ein Stolz. Ja. Das wird sich bestimmt gegen Ende des Spiels nochmal ändern. Jetzt wurde noch die letzte Echse, die ich schon lange ausgemint war, hier zerlegt. Die Assimilatoren sind alle, es gibt keine Mineralien mehr. Wir haben uns jetzt gesagt, das sieht nicht so aus, als würden die so schnell liegen. Wir räumen jetzt einfach von links nach rechts alles leer. Genau. Rollen einfach die ganze Sache auf und dann ist irgendwann gut. Du gehst aber nochmal einen Bogen nach unten. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Achso, wegen den DTs. Wo sind denn die schon wieder? Die haben wir komplett verpasst, so wie wir die auch im Spiel verpasst haben. Die haben alle deine SCVs hier unten rechts zerlegt. Ach ja, ich habe mich ja gewundert, warum die da weg sind. Aber meine Basis schwebt wenigstens. Ja. Also, die Teams, die haben 14 und 12 und 11 Kills haben die. So, der Protoss verlässt doch das Spiel. Das GG wird schon rausgeknallt hier. Ja, naja, also wenn der erste geht, dann
Kann man jetzt schon ruhig schreiben. Jetzt hat er es auch geschrieben. Feststurm meint. Kurz darauf auch mal. Die Siege-Tanks einfach zu holen. Mit dem Kopf durch die Wand noch zu gehen, weil wir wussten, so viel kann ja wieder da sein. Ja, also wenn der erste schon raus ist, da mache ich auch keine großen Moves mehr, von wegen ich mache irgendwie groß vorsichtig oder versuche irgendwie rauszunehmen. Ja, dann gehe ich halt einfach mit dem Kopf durch die Wand. Und das Spiel bei mir vorbei. Bei dir ist es schon vorbei? Ich habe auch 2 Sekunden. Oh ja, jetzt ist es auch zu Ende. Was ja am Ende noch gefahren, ich habe noch ein bisschen was produziert. Ja, ich habe mir jetzt oben links auch noch die Äxte geholt. Ich glaube, das ist die Mineral Line, ja, die meisten Spieler heute beherbergt hat. Da war irgendwie jeder mal, das stimmt. Ja, aber außer du. Ja, ich wollte nicht so, das ist so weit weg, weißt du. Und ja. Das kriegt dann Heimweh. Heimweh, ich wollte gerade sagen, ja, und dann, ja. Ich muss dann immer so ein Creep-Highway machen. Und da bleibe ich doch lieber zu Hause und mien bei mir ein bisschen rum. Genug Smack-Talk. Ja, schönes Spiel, würde ich sagen. Ja, wieder mal gesehen, Map Control, X&D9. Irgendwann sind sie halt ausgemient. Also spätestens das kann man immer fahren. So lange Druck machen, pushen, bis du halt genau weißt, die können eigentlich nichts mehr produzieren. Genau. Dann kannst du auch noch ein paar Einheiten reinwerfen, um ihre letzten Einheiten wegzuholen, weil du kannst noch ein paar nachbauen. Die nicht mehr. Ja, völlig richtig. Also wenn man merkt, dass das Skill-Level relativ gleich ist, sage ich jetzt mal, wir gucken mal schnell auf die APM. Wie man sieht, ich habe 79, der gegnerische Terraner hat 73. Also wir sind, ich sag mal, von den Aktionen pro Minute, auch Plankton mit 47 und der, wie hieß er, Hardbomb. Auf 52 ist relativ gleich. Die Skill-Level waren sehr gleich. Und da merkt man auch irgendwann, dass man vielleicht nicht unbedingt die Oberhand gewinnen kann. Und in diesem Punkt sollte man versuchen, entweder so zu machen wie wir, dass man hin und her rennt, versucht die Echsen zu kicken, kleine Schläge führt und die eine oder andere große Schlacht und dann schnell nachpumpt. Oder auf sowas geht wie Cloak Banshee oder die DTs, was sie jetzt gemacht haben. Das war jetzt in dem Moment hier nicht erfolgreich, aber es gibt auch viele Beispiele dafür, dass das erfolgreich sein kann. Die haben schon ziemlich gut unsere Arbeit da mal weggeholt, also das war schon nicht schlecht. Ja, aber ausschlaggebend für einen Sieg, also sie haben verloren. Nee, das war's nicht, weil wir einfach nicht, ja, noch woanders produziert haben. Genau, also wir waren einfach auch effektiver, würde ich sagen. Das Ding ist halt, sobald man sieht, dass die DTs da sind, man hat Armee, dann kann man die mehr oder weniger verfolgen und die Armee hinschicken, dann wird es mit einem Scan revealed oder einfach mit einem Overseer und dann sind die halt auch wieder weg, ne? Mhm. Tja, bei Tech... Ich habe gerade mal dieses S-Menü hier offen, habe ich es wieder komplett für unnötig gehalten, irgendwie in höhere Tech-Gig zu gehen. Aber wir haben gewonnen, ich mache mir da keine Vorwürfe. Ich guck mal schnell, wie am Ende das Upgrade war für beide. Na, ich habe 2-2, du hast 3-3. Die Gegner haben keine Elsa Armee mehr. Elsa hat immer noch 1-1 am Ende gehabt für seine Marines, also hat er auch komplett versäumt, da hochzutecken. Da ist klar, dass die einfach nur fallen wie die Fliegen, wenn ich mit meinen 3-3er Marines da entgegentrete. Ja. Ich hatte nicht mal Medivac-Support gehabt in dem Spiel. Ja, also ich glaube, das ist mal wieder so ein One-Liner, den wir am Ende sagen können von diesem Cast. Tacken. Einfach auch hochtacken und das nie vergessen, sondern unbedingt mit dran denken. Gerade am Ende des Spiels, wenn du schnell Einheiten nachpumpen musst und du hast nicht mehr viele Mineralien da, Marine kostet plus 50 Minerals, plus wenn die dann abgegradet sind auf 3-3, sind die einfach super stark, auch selbst weil sie nur 50 Minerals kosten, ist das einfach nur unglaublich effektive Einheit. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, ein voll upgegradeter Marine ist mindestens doppelt so stark wie ein Standard Marine. Ja. Wenn er dann auch gestimmt ist, da ist ja Polen offen. Also du kannst halt dann durchgehen durch so ein Bioball, wie wir das jetzt gespielt haben, beziehungsweise kannst du dich auch mit den Siege Tanks mehr oder weniger gut anlegen. Ja. Und also Hochtecken, Map Control, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir aus diesem Cast mitnehmen können. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Genau. So, und wir werden noch ein zweites Set zu machen, ne? Genau. Wir werden dies jetzt einfach beenden und ich glaube, dann sollten wir jetzt Tschüss sagen. Also, es war wieder eine Freude. Ja, ebenso. Ja. Also, wenn du mich jetzt meinst damit.
Ja, es sind ja alles so. Es war eine Freude zu casten, es war eine Freude, das Spiel zu spielen. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder was auch immer, je nachdem, in welcher Zeit ihr das jetzt gerade schaut. Und bis zum nächsten Mal, Feldsturm. Und Plankton.